Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge, und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Hof Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Kleiner Versprecher zu Beginn. Vielen lieben Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Ihr könnt es kaum erwarten. Ja, bis die Map dann auf jeden Fall bald erscheinen wird. So, ich fahre jetzt hier mit dem neuen Bergmann, der euch sehr schön gefallen hat. Jetzt gerade die letzten Meter an Stroh ein von unserem Haferfeld. Und dann werden wir uns heute um Tiere kümmern. Das heißt, ich fahre jetzt nochmal den letzten Rest weg. Das waren 2 volle Fuhren plus jetzt nochmal 11.000 Liter. Bedeutet, wir haben so knapp über 100.000 Liter an Stroh. Hier vorne haben wir noch das Weizenfeld. Das wird dann auf jeden Fall auch noch irgendwann in den nächsten Folgen dann runter müssen. Und ihr habt alle fleißig entschieden, dass wir mit Season spielen. Ich denke, das werden wir in den nächsten zwei, drei Folgen dann auch umstellen, dass wir alles auf Seasons einstellen. Sodass die Mehrheit, die im Community Hub entschieden hat, dann auch auf ihre Kosten kommt. So, ich würde sagen, wir fahren hier weiter. Der Schweinestall wird auf jeden Fall auch einiges brauchen, bis wir da die ersten Tiere drin haben. Denn da brauchen wir Kartoffeln und so weiter. Müssen wir erstmal schauen. Zu Beginn sind auf jeden Fall erstmal die Schweinefutterproduktion ohne Getreideschrot. Das heißt, es ist alles Standard. Aktuell bin ich noch in der Beta unterwegs und schaut gerne auf die LSFM-Seite. Die habe ich verlinkt. Viele fragen auch immer, wann die Map kommt. Bis zum 6. ist die Beta-Phase. Ich denke, danach wird das Ganze für Supporter freigegeben, und wie ihr Supporter werden wollt und so weiter, erfahrt ihr alles auf der jeweiligen Seite. Und dann, wenn die Map dann fehlerfrei ist, dann kommt die dann irgendwann in die finale Version. So, wir laden den ganzen Spaß hier einmal ab. Und dann gucken wir gleich mal in der Übersicht hier. Wir haben ja hier bei uns die Übersicht. Ich habe vorhin nochmal kurz was gecheckt. Deswegen hier im Einstellungsmenü. Wir haben jetzt Stroh. Lass mal gucken. Hafer haben wir 17.000 Liter. Das ist schon mal ganz gut. Und wir haben 134.000 Liter Stroh plus die Strohballen, die wir hier noch umstehen haben. Ne? Die gibt es natürlich auch noch. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo wir den hier am besten abstellen, den Ladewagen. Damit wir den auch irgendwo unterstellen können. Ich denke mal hier vorne irgendwo. Gucken wir mal. Wir haben auch nur einen kleinen Lintrack und ihr habt auch fleißig Kommentare geschrieben. Und zwar, dass der 6R gar keinen Frontlader hat. Ne? Also es ist nicht der Wahrheit. Ich habe auf der offiziellen Seite von John Deere geschaut. Und den kann man auf jeden Fall nachrüsten, den Frontlader. Ne? Das ist nicht so ganz richtig, Leute. Ne? Aber ist ja nicht schlimm. Darum geht es ja nicht. Ist ja immer noch ein Spiel hier, das Ganze. Was sehr viel Spaß macht. Vor allem auf der wunderschönen Map hier. Und da kann man sich auf jeden Fall schon mal darauf freuen. So, ich würde sagen, wir sind hiermit erstmal soweit fertig. Das heißt, wir koppeln das Ganze ab. Wir können auch irgendwann vielleicht nochmal manuelles Ankuppeln mit reinnehmen. Weiß ich noch nicht. Könnt ihr ja mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr gerne manuelles Ankuppeln hier drin haben wollt. Und dann kümmern wir uns heute um... ich bin am Überlegen, welche Tierart wir machen. Ich würde sagen, wir machen diese anderen Tiere. Ich guck mal gerade kurz. Habe ich denn schon überhaupt ein Transportgerät für die Tiere? Doch, da haben wir den Tiertransporter. Den haben wir uns ja gekauft. Wo habe ich den denn hingestellt? Da muss ich erstmal gucken. Habe ich den hier irgendwo reingepackt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mal kurz gucken. Ich meine, den hätte ich hier vorne reingestellt, ne? Irgendwo hier. Da. Oder da. Oder wo habe ich den abgestellt? Ach nee, der war hinten bei den Kühen, ne? Das heißt, wir werden uns heute Schafe und Ziegen holen, ne? Das ist heute so das, was wir machen. Auch ein paar Lämmer und so weiter. Darum werden wir uns kümmern. Um unsere Schafweide. Pferde schiebe ich noch mal ein bisschen weiter nach hinten. Wir hätten ja jetzt genug Hafer, dass wir die auch versorgen könnten. Das kommt dann auch nochmal in irgendeiner Folge. Wir sind ja nicht im Stress, ne? Wir machen alles schön nach und nach. Und gucken uns das an. Da sind unsere Kühe. Ne? Und die bringen dann auch, wenn die sich irgendwann reproduzieren, auch Kälber. Ne? Und diese Kälber werden dann Fersen. Fersen sind quasi nicht kalbende Kühe. Das heißt, die sind noch nicht geschlechtsreif. So habe ich das zumindest verstanden laut den Kommentaren. Vielen Dank auch nochmal dafür die Erklärung. Und ich werde auch nochmal nächste Woche starten, so eine kleine Tutorial-Reihe, wie funktioniert was. Da bin ich gerade noch so ein bisschen in der Vorbereitung, wie ich das mache, wie ich das dann einstelle und so weiter. Da habt noch ein bisschen Geduld. Und dann werden wir da nämlich auch bald durchstarten mit.
Ja, vielleicht nochmal kurz die Info. Ihr habt jetzt hier bei dem Video, bei dem Videobild, ne, weil ich glaube, mit dem Wort Thumbnail können nicht so viele Leute was anfangen. Habt ihr dementsprechend, ich muss mal kurz gucken, wo der Händler war. Der war da, da und da. Okay, das heißt vorne raus, links, okay. Thumbnail bedeutet das Videobild. Das Videobild grün sagt, wie jetzt hier auch, wir sind im Singleplayer und wenn das Ganze rot ist, also das Bild von dem Video, dann ist es das dementsprechende Multiplayer-Projekt, auch auf der Hofbergmann mit dem lieben Randy. Ne? Hier haben wir übrigens den Schafstall. Und für das Tutorial gibt es ja nochmal eine andere Farbe. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich denke, das kann man gut auseinanderhalten. Ne? Rot, Multiplayer mit dem Randy auf der Hofbergmann. Grün, das bin ich alleine hier. Und das vielleicht da auch nochmal kurz zur Erklärung. Ansonsten gibt es in dieser Woche nochmal Livestream zu Hofbergmann am Samstag, 19 Uhr. Würde ich mich freuen, wenn ihr einschaltet. Heute auf jeden Fall auch die zweite Folge um 16 Uhr mit dem Randy und immer um 15.15 Uhr, sofern ich es schaffe, täglich eine neue Folge hier aus dem Singleplayer-Projekt. Weil das auch nochmal gefragt wurde. Ja, ansonsten Metzger und so weiter, Bäckerei und viele andere Dinge, die ihr vielleicht aus dem 19er, aus der finalen Version der Hofbergmann kennt, die werden nach und nach hinzugefügt. Wir haben jetzt erstmal, ich würde sagen, eine sehr, sehr gute Grundlage hier schon geschaffen. Wir haben jetzt den Hafer runtergeholt oder das Hafer, der Hafer, die Hafer. Egal, wir haben Hafer runtergeholt, wir haben Stroh reingefahren, wir haben unsere Hühner versorgt, unsere Kühe und heute kümmern wir uns ein wenig um unsere ja, neuen Tierchen und zwar um unsere Schafe und Ziegen. Ich werde das mischen, weil es gibt aktuell nur einen Schaf- und Ziegenstall, also mehr gibt es da nicht. Deswegen werden wir uns darauf so ein bisschen besinnen. Wir müssen auch ein bisschen aufs Geld gucken. Wir werden auch Aufträge machen nach und nach, sodass wir da auch ein bisschen weiter ja, vorankommen. Ich werde jetzt erstmal nicht so viele Tiere kaufen, damit wir da nicht maximal überfordert sind. Hier ist auf jeden Fall der Viehhändler gemeinsam mit dem Landhandel, glaube ich. Ne? Was? Ne, Futterhandel. Da ist der alte Mann, ne? Könnte auch ich sein. Und jetzt holen wir uns mal ein paar ja, Tiere, ne? Also sprich Schafe und Ziegen. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal ran hier und gucken uns mal an, was es denn für Schafe gibt und so weiter und so fort. Wir können natürlich einige hier mit unserem kleinen, aber feinen ja, Ladewagen auf jeden Fall holen. Mit X können wir runterfahren, mit N alle Mods in der Videobeschreibung bis auf die Map und den Schlepper hier, weil der ist noch Work in Progress. So, wir haben hier mal die Kühe, wir haben Schweine. Ihr seht Ferkel, Läufer, ne, das ist eine noch nicht tragende Sau quasi. Wir haben Lamm, Aue, Schafsbock. Ne, das sind die, wir haben immer drei Varianten von den ganzen Tieren. Ne. Das heißt, ich besorge jetzt erstmal ein Lamm. Blub, eins. Jupp. So, dann machen wir einen Schafsbock. Lup. Und der Rest sind ganz normale Schafe. Ne? Die sind auch schon geschlechtsreif. Ne? 8 Monate, seht ihr, steht auch hier nochmal mit dabei. Ne? Schafsbock passt halt auf. Brauchen wir eigentlich nicht, ist so Optik. Wir haben kleine Lämmer. Und dann gucken wir uns gleich noch die Ziegen an. 8 Stück passen hier noch rein. Das heißt, das Gleiche machen wir auch. Ja, guck mal, da haben wir sie. Das Gleiche machen wir auch gleich nochmal mit den anderen Tieren. Guck, da ist das kleine Lamm. Seht ihr das? Gucken wir uns gleich genauer an. Wir machen mal zu hier und fahren dann mal zur Schafsweide zurück. Dann das Gleiche machen wir mit den Ziegen. Ziegen bringen Ziegenmilch. Ne? Und was die Tiere dann benötigen, das schauen wir uns dann gleich mal in aller Ruhe an. Wir fahren mal wieder raus hier. Huch, da kommt natürlich auch Verkehr. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass es auf der Hofbergmann auch wieder KI-Verkehr gibt. Ihr findet das auf jeden Fall gut. Das macht euch das Ganze dann ein bisschen interessanter. Ich sag mal, für die Leute, die einen Autodrive nutzen wollen oder halt auch CP, kann ich empfehlen, das Ganze einfach mal auszuschalten. Denn auch die Kurse, ne, die Fahrzeuge, die parken hier, die fahren auch hin und her. Ab und zu gibt es nochmal einen kleinen Stau. Es ist ja noch die Beta-Version der Hofbergmann, also nicht die finale Release-Version, also die V1. Ne? Das auch nochmal vorab. Das heißt, das ein oder andere kann unter Umständen ja nicht so ganz
funktionieren. Ich habe auch schon viel getestet, viel gemacht und auch in den Livestreams, da immer in der Regel live dienstags bis sonntags ab 19 Uhr, außer in dieser Woche, da gibt es Sonntag keinen Stream. Dafür gab es am Montag einen Stream. Ja. Ankündigungen gibt es auch immer da nochmal. Und Hof Bergmann, wie gesagt, da haben wir nochmal einen separaten Spielstand für Twitch angefangen. Und das kommt immer dementsprechend dann am Samstag aktuell. Und ab nächster Woche muss ich mal schauen, wie ich das dann handhabe. So. Da viele auch immer gefragt haben, ob es nochmal die Livestreams gibt von Twitch. Es gibt ja noch einen Zweitkanal, den ich habe, das ist Homer Uncut. Die dementsprechenden Hof-Bergmann-Videos werde ich dann jetzt bald einfach mal hochladen auf dem Homer Uncut-Kanal. Link findet ihr oben rechts in der Kanalinfo. Und da könnt ihr dann auch nochmal vorbeischauen. Das heißt, da gibt es dann auch noch Hof Bergmann. Für die, die jetzt nicht immer in den Livestreams mit dabei sind, könnt ihr das Ganze dann auch nochmal da verfolgen. So, dann würde ich sagen, machen wir mal auf die Bude hier. Fahren hier mal rein und entladen mal die ersten Schafe. Ich mache mal hier den ganzen Spaß wieder aus. So, ich muss kurz gucken, wo der Trigger ist. Ist nämlich, glaube ich, relativ weit vorne, ne? Ah, hier ist er. So, einmal die Lämmer raus hier. Oder das Lamm. Das Schaf hurzt. Kerkeling. Wer kennt's nicht? So, da haben wir jetzt hier die ersten Tiere drin. In unserem Schlafstall. 300 ist die Maximalanzahl hier auf der Schaf- und Ziegenweide. Da rennen sie auch schon rum. Ne? Sind nicht viele. Die werden bunt gemischt von den Farben her. Das ist also random, wie ihr es auch schon aus dem Standardspiel kennt. Der Andi hat da nochmal ein bisschen was angepasst. Guck mal, da rennt das schöne Lamm rum. Das gucken wir uns gleich mal an. Oh, Lammbraten. Lecker. Nein, wir werden natürlich, die werden natürlich ordentlich Wolle produzieren. Und wir werden auf jeden Fall mit den Tieren immer mit wenig anfangen. Und werden dann die Reproduktionsrate arbeiten lassen. Ne? Sodass die Tiere sich vermehren, sodass wir auch dann nicht in Nöten kommen. Und ganz entspannt hier spielen können. Ziegenmilch, Ziegenkäse gibt es natürlich dann auch irgendwann. Ah komm. Gib Gas hier. Fahren wir mal vorbei. Und dann holen wir uns jetzt noch die Ziegen, nachdem wir die Schafe reingefahren haben. So, die produzieren natürlich Wolle. Und die Ziegen natürlich Ziegenmilch. Die müssen auch noch versorgt werden. Die brauchen Heu. Ne, oder Gras und Wasser natürlich und ein bisschen Stroh, glaube ich, sogar hier. Müssen wir uns gleich mal angucken. Andi hat ja immer mal so ein bisschen was angepasst. Ich weiß, das ist ein Stoppschild. Aber ich fahre da einfach mal durch. Ne? So. Zweiter Weg zum jeweiligen Viehhändler. So, fahren wir hier mal rechts. Sehr schön. Vorne ist übrigens der Landmaschinenhändler, da waren wir auch schon in der letzten Folge. Und da werden wir auch nicht das letzte Mal gewesen sein. So, jetzt sind wir wieder in Fuchshausen. Hier vorne die Kirche. Ich hoffe, der Pastor kommt wieder. Das war ja auch so ein kleines Highlight, dieser wankende Pastor, dem wir immer Wein und Brot geliefert haben. Ne? Wein gibt es ja schon, ne? Das kann man auch abfüllen. Da kommen wir zum ganz, ganz späten Zeitpunkt immer mal dazu. Weil das ist echt sehr, sehr teuer, das Weingut. Kostet 1,1 Millionen. Und da brauchen wir noch Fahrzeuge für. Ihr habt doch gefragt, warum wir im Multiplayer-Projekt und ich auch hier so viele Fahrzeuge in der Übersicht hatte. Weil ich halt die Standardfahrzeuge alle verkauft hatte. Ne? Deswegen waren so viele Fahrzeuge im Gebrauchtshop. Und das war der einfache Hintergrund dazu. Ne? Ist ja so, wenn ihr Fahrzeuge verkauft, in der Regel tauchen die dann im Gebrauchtmarkt auf. Und deswegen waren da so viele Fahrzeuge drin. So, hier sind übrigens auch die Verkaufspunkte, ne, für Ballen und so weiter, für Stroh. Und da vorne haben wir dann nochmal ein paar andere. Ich fahre jetzt hier nochmal rückwärts ran. Wir holen jetzt unsere Ziegen. So. Ratzifatzi. Und dann werden wir die Tiere gleich noch versorgen. Das machen wir natürlich auch noch heute. Ich fahre das Ding jetzt mal nicht runter, sondern lade die direkt auf. So, wir brauchen erstmal einen Ziegenbock. Ne, dann nehmen wir ein. Blub. So, dann nehmen wir ein Zicklein. Ne?
Gras und Heu fressen die, steht ja auch nochmal mit dabei. Und sie brauchen Wasser, ne, steht auch nochmal mit dabei. So, ein kleines Zicklein kommt noch mit hinzu, kaufen. Und dann hier haben wir den sogenannten Geiß, ne? Sehen wir schon. Die Erklärung nochmal dazu. Herstellung Ziegenkäse. Also Käse bekommt ihr, also Milch bekommt ihr immer bei den Ziegen, erst wenn sie geschlechtsreif sind. Das gleiche gilt für die Kühe, ne? Das ist da identisch. Auch hier wieder 8 Stück. Das heißt, insgesamt 10 können wir hier mit dem Kleintransporter transportieren. Rundumleuchten an. Und ja, ich würde sagen, Abfahrt. Und die werden wir dann gleich jetzt hier in unsere, ja, auf unsere schöne Weide lassen. Dann werde ich mir noch meinen kleinen Wasseranhänger nehmen. Ich glaube, den habe ich sogar noch beim Schrebergarten. Ui. Ah, Storno. Huch. Hör mal. Das Fahrzeug ist ja mal richtig auf die Straße gesprungen. Werden wir gleich noch alles mit Wasser versorgen. Das werden wir gleich auch noch machen. Und dann schauen wir mal, ne? Da müssen wir noch die Heuballen, ein Heuballenlager haben, direkt am, an den Stellen. Das ist auf jeden Fall auch recht schön. Und ich finde auch die neue Map-Gestaltung sehr schön. Das ist alles schön nah beieinander. Klar, wenn es natürlich größere Updates gibt oder die Map noch erweitert wird, was der Andi ja schon gesagt hat, was nach und nach passiert, dann ist es so, ja, dass wir dann wahrscheinlich auch wieder weitere Wege haben. Aber ich finde, was auch so eurer Meinung entspricht, das, was ich so gelesen habe in den Kommentaren, das ist schon recht, wir halten jetzt mal ein Stoppschild an, ne, für alle Monks wieder hier in den Kommentaren, dass ihr die Map schon auch von der Gestaltung her ganz schön findet. Ja, ich finde sie auch nicht verkehrt. Der Hof, den finde ich auch sehr schön gestaltet. Auch wieder ein paar neue Objekte oder Gebäude mit dabei, ein paar altbekannte, die man ja schon kennt. Und ja, da bin ich mal gespannt, wenn wir dann den ersten Käse produzieren können. Da freue ich mich ja persönlich auch schon drauf, ne? Sehr gut. So. Da sind wir gleich wieder im Ort, der Hof Bergmann. Kennt ihr ja schon, Fuchshausen, Hof Bergmann. Und da war noch irgendwas. Wie hieß denn das noch beim 19er? Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne rein. Da gab es noch einen weiteren Ortsteil, meine ich. Wie ist der denn nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist schon ein bisschen länger her. So, die Ziegen natürlich auch mal alle hier. Hier hin, wir machen mal die Rundumleuchten aus. Und die laden wir dann jetzt gleich auch mal ab. Auch nicht. Schon wieder zu weit gefahren. Wahrscheinlich, ne? Der Trigger ist, glaube ich, noch ein bisschen klein. Wir müssen hier richtig... Ah, jetzt haben wir es. So, Ziegenbock raus. Und tschüss. In den Stall abladen. Zicklein, ne? Machen wir auch ready. Bam. Und die Geiße, die kommen natürlich auch weg, ne? Zack. So, Tiere haben wir alle drin. Da seht ihr sie auch schon, ne? Ziegen, Schafe, Schafsbock, ne? Sieht auf jeden Fall recht schön aus. Ist auch ein bunter Mix. Da seht ihr auch schon die kleinen weiteren Tierchen. Wir gucken mal kurz, was hier benötigt wird. Wir gucken uns das nochmal an. Wir brauchen, ach, guck mal, Stroh brauchen wir trotzdem. Da werden wir gleich nochmal mit unserem Fahrrad unterwegs sein, würde ich jetzt behaupten. Wasser, die produzieren dann Ziegenmilch. Ne? Gras steht zwar hier, aber die brauchen dementsprechend auch, ja, oder Heu, ne? Wir haben hier Heuballen, so ganz kleine, den seht ihr hier also auf der Ecke. Und mit dem können wir dann auf jeden Fall, ja, ich werde jetzt einfach mal hier durch die Ziegen, weil anders geht's nicht. Ne? Dem passiert nichts, keine Angst. Ist halt nur ein Spielchen, ne? In der Realität wären die jetzt platt gewesen. Wir hätten uns tierisch geärgert quasi. Ja, super. Ich ärgere mich jetzt auch gerade wieder bei meinen eigenen Fahrskills, ne? Aber es ist ja nichts Neues. Wir müssen hier ein bisschen mehr ausholen. So, wir fahren mal hier so ein bisschen. Und kurbeln dann mal. Dass wir hier rumkommen. Ich hätte vielleicht doch mit dem Lintrak fahren sollen. Der ist ein bisschen wendiger. Und ein bisschen agiler. Da können wir gleich umwechseln auf den. So, fahren wir mal den dementsprechenden Tieranhänger wieder weg. So, jetzt können wir einmal hier durch den Kuhstall fahren. Das ist nämlich direkt auf der anderen Seite. Dann können wir das Fahrzeug hier abstellen. Guck mal, den Kühen geht's gut.
alles tippitoppi. Die reproduzieren sich dann und da kommen dann Kälber, ne? Fersen und so weiter und so fort. Hier ist die Käserei, die gucken wir uns natürlich auch irgendwann an, wenn wir dann die erste Ziegen oder Milch haben, wenn sie es lohnt. Jetzt aktuell lohnt sich es noch eher weniger, deswegen machen wir das nicht. So, die Ziegen haben wir auf jeden Fall schon mal soweit geholt, genau wie die Schafe. Ich würde sagen, ich stelle den John Deere jetzt einfach mal ab, laufe jetzt einfach mal hier durch und wechsle auf den Lintrack. Wir haben ja zwei Fahrzeuge, ich denke, die reichen erstmal von den PS-Zahlen her. Habt ihr auch geschrieben, dass das durchaus reicht. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Wasser. So, der ist auch schön agil, ne? Gerade für so Weiden und sowas ist der halt sehr, sehr gut geeignet, der kleine Lintrack. Haben wir rechts zum Schrebergarten. Der ist nämlich hier vorne links auf der Ecke. Da waren wir auch schon in einer der ersten Folgen. Ich glaube, die dritte Folge war es. Ich will immer hier reinfahren, aber das ist leider falsch. Wir müssen nämlich hier rein. So, guck mal, da steht da. Haben wir schon irgendwas produziert? Ich guck mal gerade. Nee, aktuell noch nicht. Da steht die Gießkanne und so weiter. Das hat euch auch persönlich sehr gut gefallen mit dem kleinen, aber feinen Schrebergarten hier. Finde ich auch persönlich sehr idyllisch und allein von der Idee her schon ganz geil. Ja, ich weiß, es sind umgebaute Gartenhäuser, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein cooles Feature. Wir fahren jetzt hier einmal rum, kommen dann auch direkt beim bei der Schaf- und Ziegenweide wieder raus. Finde ich auch schön hier mit den ganzen Häusern noch, dass man auch außenrum fahren kann. Auch die Felder, die Feldgrößen sind auch vollkommen okay. Klar, vielleicht für den kleinen Class Dominator vielleicht ein bisschen klein, aber ich denke, auf kurz oder lang werden wir dann auch mal auf einen großen Drescher wechseln. Na, guck mal, da sind die ganzen Tiere. Da können wir jetzt einmal hier rumfahren. Dann gleich durch den kleinen Bachlauf hier. Da muss man echt ein bisschen aufpassen teilweise, weil er halt richtig, richtig tief runter geht. Schön langsam hier. So. Zack. So, wechseln wir mal rüber. Und da können wir direkt hier in den jeweiligen auf die Weide rüberfahren. So, da sind wir auch schon. Dann holen wir da ein bisschen Wasser. Hier sind übrigens die Heuballen, ne? Die sind schon für ready. Ne? Die gehören auch dazu. Ne? Sobald ihr die Weide gekauft habt, könnt ihr das Ganze dann nutzen. Guckt mal, hier haben wir die ganzen Ziegen, Schafe, Lämmer und so weiter und so fort. Die warten noch auf ein bisschen Futter. Ich bringe dann jetzt erstmal ein bisschen Wasser. Der olle Geistbock soll mal weg hier. Na gut, das passt. Sehr schön. So, einmal Wasser abladen. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser da reingeht. Vielleicht brauchen wir da noch ein bisschen. Guck mal hier, die kleinen süßen, das kleine süße Lamm, ne? Sieht halt wirklich schön aus. So, guck mal, ist sogar schon voll. Das heißt, ich kann die schon mal abstellen. Spring mal sportlich, wie ich bin. Huch, einmal hier rüber. Und mit der Taste E könnt ihr einsteigen. Das funktioniert aktuell noch wie ein Fahrzeug. Später funktioniert es wieder anders mit dem Lager. Dann mache ich das F1-Menü nochmal an. Wir müssen die Ballen auslagern mit Z. Da seht ihr, da kommt die Abdeckung weg. Und jetzt sind sie erst wieder auf der Map. Ja, das hat auch, Performance-Gründe. So, und jetzt können wir hier hingehen und können hier den Ballen nehmen. Das sind nämlich so kleine Mini-Ballen. HD-Ballen, je nachdem wie ihr es nennt. Die könnt ihr natürlich selber herstellen, wenn ihr wollt. Hier mit der kleinen Ballenpresse. Mit der hier. Es gibt aber auch wahrscheinlich wieder ein Pack irgendwann, weil das andersförmige Ballen sind, als die, die, glaube ich, die Maschine herstellt. Ist aber nicht schlimm. So, das heißt, das Heu oder Gras, je nachdem, könnt ihr natürlich auch mit dem Fahrzeug hier lose ranfahren. Dann packen wir das rein hier und guckt mal, da ist das Ganze schon voll, ne? Das war's. Nahrung 4000. 4000 Liter passen hier rein. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Stroh. Um den kümmern wir uns auch dann gleich. Und guck mal hier, die Tiere, wie schön sie dargestellt sind. Ne? Guck mal. Ja, die Augen ein bisschen creepy, aber okay. Und hier haben wir dann die kleineren Tierchen. Ne? Guck mal, ein kleines Zicklein. Ne? Voll süß. Und ja, die haben natürlich auch dementsprechend... ja, die hängen ein bisschen ab, chillen ein bisschen auf der Wiese. Und man sieht jetzt hier die ganzen
kleinen Tierchen hier rumrennen. Ne? Guck mal, schwarze Schafe. Ja, was haben wir hier? Guck mal, hier haben wir Geiß. Da haben wir Lamm da vorne. Sieht auf jeden Fall alles recht schick aus. Ja, ich will jetzt noch mal ein bisschen Stroh holen. Ich werde mein Fahrrad noch mal bemühen. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, bedanke ich mich auf jeden Fall ja, fürs Einschalten. Ach komm, wir gucken jetzt einfach noch mal hier. Uns die Tiere so ein bisschen an und versorge die Tiere noch mit Stroh. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Nicht vergessen, Leute, Däumchen da lassen. Gerne auch ja, Kommentare schreiben, wie ihr das mit den Kleintierchen hier findet. Ich finde das auf jeden Fall wirklich wunderbar. Und bedanke mich und sage mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.